Mein Name ist Julia Berger, ich lebe in Leipzig und ich bin Choreografin, Regisseurin und Performerin. Und hier am TDJW ist Mutig Mutig meine erste Produktion in dieser Spielzeit und die erste von zwei Produktionen hier am Haus. Ich arbeite bewegungsbasiert zwischen den Genres Physical Theater, Tanz und zeitgenössischer Zirkus. Mein Name ist Deborah Ziegler, ich arbeite als Sprechcoach und Gastdramaturgin am Theater der Jungen Welt und bin für Mutig Mutig als Dramaturgin engagiert. Das Stück Mutig Mutig basiert auf einem Bilderbuch von Lorenz Pauli mit Zeichnungen von Katrin Scherer. Und es geht um vier Freunde, eine Maus, einen Frosch, eine Schnecke und einen Spatz, die sich immer an einem Ort treffen, am Weiher, und an diesem einen Tag fällt ihnen nun überhaupt nichts ein, was sie machen könnten. Und dann kommt der Frosch auf die Idee, lasst uns doch einen Wettkampf machen, wer von uns am mutigsten ist. Und dann lernen sie, während sie sich ihre Mutproben aussuchen, was Mut eigentlich für jeden Einzelnen bedeutet und dass das nicht unbedingt dasselbe ist und dass Mut einen auch verändern kann. Und sie klären natürlich die Frage überhaupt, was ist Mut? Der Weiher ist ein Ort, an dem die Tiere zu Hause sind und somit die ganze Welt für die Tiere. Und er ist zugleich aber auch eine Art Wohnzimmer oder ein Spielplatz für die Tiere, in dem sie sich ausprobieren können und in dem sie alle so sein können, wie sie sind. Der Reiz an der Tierarbeit im spielerischen Kontext ist, dass aus Tieren richtig, richtig schnell herrlich klare Charaktere entstehen. Ich glaube, ich habe so eine Gehirnregion, die sehr schnell ist darin, wenn ich neue Menschen kennenlerne, zu überlegen, wenn dieser Mensch ein Tier wäre, welches Tier wäre die Person dann? Und diesen Vorgang sozusagen umgekehrt zu machen, jetzt für Mutig Mutig, ist einfach sehr, sehr dankbar und auch sehr, sehr spaßig tatsächlich. Die Arbeit mit dem Ensemble ist für mich ziemlich gut, weil mein Zugang zu Spielvorgängen ist ein körperlicher und das kommt unserer interdisziplinären Arbeit sehr entgegen, denn wir arbeiten mit zwei Schauspielerinnen und zwei TänzerInnen und deswegen habe ich das Gefühl, dass alle mit ihren Expertisen auf der Probe erscheinen können und wir uns sozusagen begegnen. Also die TänzerInnen kommen von der Bewegung, durch die Bewegung in den Spielvorgang und mit den SchauspielerInnen komme ich vom Spielvorgang in die Bewegung. Ob ich schon mal eine Mutprobe gemacht habe? Ja. Und danach fühlt man sich, glaube ich, größer. Ich zumindest. Mut bedeutet für mich, ein Wagnis auf mich zu nehmen, also mich in eine Situation zu begeben mit ungewissem Ausgang. Und ich habe dann die Motivation, eine Grenze von mir zu verschieben, mich aus meiner Komfortzone rauszubewegen und auszuloten, wohin kann ich meine Grenze verschieben. Und auch aber das Risiko auf mich zu nehmen, dass diese Situation schief gehen kann, weil Mut nicht immer beim ersten Mal klappt und auch nicht klappen muss. Wir machen einen Wettkampf. Wer von uns am mutigsten ist. Ja.